Dies ist der bekannte Busbahnhof in der Peradoner Straße im Zentrum von Bozen. Und dies ist das Areal, auf welchem vorübergehend der neue Busbahnhof entstehen wird, in Erwartung des neuen wichtigsten Mobilitätsknotens des Landes, an dem optimal von Verkehrsmitteln auf Rädern zu solchen auf Schiene gewechselt werden kann. Wir befinden uns in der Rittnerstraße und das Areal ist rund 6000 Quadratmeter groß. In den Bau des Busbahnhofs in der Rittnerstraße werden rund 3,3 Millionen Euro investiert. Geplant sind dynamische Haltebuchten, breite, sichere Wartesteige mit durchgehender Überdachung sowie die notwendigen Flächen für das Ein- und Ausfahren der Busse. Vorgesehen ist auch ein Dienstleistungsgebäude mit Infopoint, Wartesaal, Fahrkartenschalter, Toiletten sowie Büros für die Mitarbeiter des öffentlichen Personennahverkehrs und die Bahnhofpolizei. Das Abkommen wurde im Palais Widmann von den Verantwortlichen von RFI, Rete Ferroviaria Italiana, dem italienischen Schienennetzbetreiber und Landeshauptmann Arno Kompatscher unterzeichnet. Es ist eine hervorragende Zusammenarbeit mit dem italienischen Schienennetzbetreiber RFI. Wir haben jetzt nicht nur schon sehr viel umgesetzt, wir haben jetzt eine Reihe von Projekten gestartet, die wir noch vor 5 Jahren für unmöglich gehalten hätten. Das wird uns ermöglichen, landesweit den Südtirol-Takt einzuführen, in den Städten sogar die Verdichtung auf 15 Minuten. Und dafür braucht es jede Menge Investitionen. Und das alles ist jetzt vereinbart und mit fixem Zeitplan versehen. Für Maurizio Gentile, Geschäftsführer von RFI, ist die Unterzeichnung der Vereinbarung für die Verlegung des Busbahnhofs eine Gelegenheit, um die enge Zusammenarbeit zwischen RFI und Land hervorzuheben, die sich in vielen laufenden Projekten auf dem gesamten Landesgebiet, die gemeinsamen Ziele folgen und zeitgerecht umgesetzt werden, zeigt. Es ist immer wieder hervorgehoben worden, dass das Projekt wichtig für die künftige Entwicklung der Stadt Bozen sei. Das Ziel ist es ja, den Südtirol-Takt landesweit umzusetzen, mit Verdichtung auf 15 Minuten in den Ballungsräumen. Diese Arbeiten dienen alle dazu, Virgeltunnel, die Verbesserung Bozen-Meran, genauso wie der Knotenpunkt Brixen, wie die Rickertalschleife. Und es wird aber so sein, dass jeweils nach Fertigstellung einer Arbeit schon die Vorteile erkennbar sind und natürlich am Ende 100%. Genugtuung auch von Seiten des Mobilitätslandesrats Florian Musner, der auch auf die gute Zusammenarbeit und die gemeinsam verwirklichten und zu verwirklichen Projekte hinweist. Es war wirklich etwas Einmaliges heute eben, dass dieser Vertrag unterschrieben worden ist, wodurch wir dann auch die Möglichkeit haben, verschiedene Baulose mit einer gewissen Prioritäten dann auch anzugehen. Und ich glaube, das wird für die Mobilität insgesamt aber nicht nur viel Positives bringen. Habe auch die Gelegenheit genutzt, um eben mitzuteilen, dass ab übermorgen Sonntag in der Früh wiederum die Bahn in Finchgau regelmäßig eben fahren wird. Bei dem Treffen ging es aber nicht ausschließlich um den neuen Busbahnhof in Bozen. Viele weitere Projekte, die das ganze Land betreffen, wurden besprochen. Das Vorprojekt für den Virgeltunnel für die Bahn in Bozen wird überarbeitet. Der Tunnel ist für die Entwicklung des Bozener Bahnhofs als Mobilitätszentrum von großer Bedeutung. Die Finanzierung von über 50 Millionen Euro steht bereits. Die Planung für das Vorprojekt der Riggertalschleife wurde bereits ausgeschrieben und abgeschlossen. Auch die Finanzierung für die direkte Anbindung der Pustertaler Bahnlinie an die Brennerbahnlinie ist schon gesichert. Derzeit laufen auch Studien für den zweigleisigen Ausbau der Bahnlinie Meran-Bozen, um mehr Kapazität und Schnelligkeit, also eine Fahrzeit unter 30 Minuten, zu erreichen. Für den Bahnhof Brixen soll es noch heuer ein Vorprojekt für den neuen Gleisplan mit Umsteigeknoten und Drehkreuz für den Personenverkehr geben. Was das größte Projekt, den Brennerbasistunnel, betrifft, sind alle Bauarbeiten finanziert und ausgeschrieben. Auch die Zulaufstrecke Franzensfeste-Weidbruck wird gleichzeitig mit dem Brennerbasistunnel 2016 in Betrieb gehen.